Hallo ihr Lieben, in diesem Video schauen wir uns die beiden Fenster Umkehraufgabe und quadratisch-kubisch an. Dafür solltest du bereits wissen, wie man den Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen berechnet und wie man die Schnittpunkte zwischen zwei Funktionen berechnet. Das Ziel für dieses Video ist es, die Integralgrenzen der vorgegebenen Flächeninhalte zu berechnen. Fangen wir an. Hier haben wir die quadratische Funktion f von x ist gleich x zum Quadrat und die konstante Funktion f g von x ist gleich c zum Quadrat gegeben. Und wir sollen die Schnittpunkte zwischen den beiden Funktionen berechnen. Also wie gehen wir vor? Wir setzen f gleich g und erhalten x² ist gleich c zum Quadrat. Ziehen wir die Wurzel, bekommen wir x ist gleich plus minus c. Das heißt, die Schnittpunkte befinden sich jeweils bei x ist gleich minus c und x ist gleich plus c. In Punkt 2 sollen wir jetzt berechnen, wie c gewählt werden muss, damit der Flächeninhalt zwischen g und f gleich 36 ist. Versuche das zunächst selber und pausiere dafür bitte das Video. Okay, wie gehen wir hier am besten vor? Wir berechnen zunächst das Integral von minus c bis c und g von x minus f von x. Das heißt, wir erhalten das Integral von minus c bis c und c² minus x² dx. Und indem wir das Integral lösen, bekommen wir 4 Drittel c hoch 3. Das heißt, wir wissen, a ist gleich 36 ist gleich 4 Drittel c hoch 3. Formen wir um auf c hoch 3, bekommen wir c hoch 3 ist gleich 27 und ziehen wir die dritte Wurzel, bekommen wir c ist gleich 3. Das heißt, die Grenzen sind minus 3 und 3. Gehen wir weiter. In diesem Beispiel haben wir jetzt die Funktion f von x ist gleich minus 5x² plus 35x und g von x ist gleich 3x hoch 3 minus 35x² plus 98x gegeben. Und wie wir sehen, schneiden sich diese beiden Funktionen in den Punkten S1, S2 und S3. Jetzt Aufgabe an dich, berechne die Schnittpunkte S1, S2 und S3. Okay, wie gehen wir hier am besten vor? Am besten, so wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, wir setzen f und g gleich. Also bekommen wir minus 5x² plus 35x ist gleich 3x hoch 3 minus 35x² plus 98x. Formen wir jetzt das so um, dass wir alles auf eine Seite schieben, bekommen wir 3x hoch 3 minus 30x² plus 63x ist gleich 0. Was jetzt nicht klar ist, wie man so eine Gleichung lösen kann, dann schau dir bitte den Videozyklus zum Arbeitsblatt Polynomfunktionen an. Okay. Am besten ziehen wir hier jetzt das x raus und wir bekommen x mal x² minus 10x plus 21 ist gleich 0. Das heißt, wir haben schon die Koordinate eines Schnittpunktes und zwar x1 ist gleich 0. Um jetzt die beiden weiteren Koordinaten zu berechnen, lösen wir die Gleichung x² minus 10x plus 21 ist gleich 0. Mit großer oder kleiner Lösungsformel bekommen wir x2 ist gleich 3 und x3 ist gleich 7. Das heißt, die Schnittpunkte S1 ist gleich 0, 0, S2 ist gleich 3, 60 und S3 ist gleich 7, 0. Okay, weiter zu Punkt 2. Wir versuchen, den kaumparkierten Flächeninhalt zu berechnen. Schreiben wir uns noch schnell die x-Koordinaten der Schnittpunkte auf. X1 ist gleich 0, X2 ist gleich 3 und X3 ist gleich 7. Gut, wie berechnen wir jetzt am besten den Flächeninhalt? Aufgabe an dich, versuche ihn zu berechnen. Okay, schauen wir jetzt nochmal Graphen genauer an. Wir sehen, im Intervall 0 bis 3 gilt g von x ist größer gleich f von x. Das heißt, der Flächeninhalt zwischen den beiden Funktionen im Intervall 0 bis 3 ist das Integral von 0 bis 3 mit g von x minus f von x dx. Setzen wir ein, bekommen wir das Integral von 0 bis 3 von 3x hoch 3 minus 30x² plus 63x. Lösen wir dieses Integral, bekommen wir einen Flächeninhalt von 75,25. Weiters gilt, im Intervall 3 bis 7 gilt, f von x ist größer gleich g von x. Also ist der Flächeninhalt zwischen f und g im Intervall 3, 7 gleich dem Integral von 3 bis 7 von f von x minus g von x. Und einsetzen bekommen wir das Integral von 3 bis 7 von minus 3 mal x hoch 3 plus 30x² minus 63x
dx. Und lösen wir dieses Integral, bekommen wir einen Flächeninhalt von 160. Der grau markierte Flächeninhalt ist also die Summe dieser beiden Flächen und ist insgesamt also 234,25. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.